Diesen Überblick braucht ihr für die Kölner Karnevalstage. Let's go! An Weiber Fastnacht findet am Klotwigplatz das Schauspiel um die Legende von Jan und Griet statt und anschließend ziehen die Gruppen dann Richtung Altermarkt durch die Innenstadt. Am Freitag ziehen 37 Veedelsvereine von den umliegenden Plätzen Richtung Altermarkt und ab 18 Uhr erwartet die Jecken dann ein wundervolles Bühnenprogramm, was wohl den Höhepunkt erreicht, wenn alle ihre Wunderkerzen anzünden und kölsche Lieder trällern. Früh da sein lohnt sich. Am Samstag werden die Jecken dann schon früh eingeheizt mit Tanzeinlagen und kölscher Musik von den Roten Funken, dem ältesten Traditionskorb Kölns. Der Karnevalssonntag ist ein kleiner Rosenmontag, denn beim Schul- und Veedelszüch, da ziehen die Schulen und Veedelsvereine durch die Innenstadt auf fast der gleichen Route wie beim Rosenmontagszug. Ich brauche euch gar nicht erklären, welcher Umzug am Rosenmontag ansteht, oder? Am Veilchendienstag heißt es traditionsgemäß Alav in den Veedeln. Außerdem steht die Nubbelverbrennung an. In zahlreichen Kölner Kneipen und Plätzen wird der Nubbel verbrannt und mit den Worten "Der Nubbel ist schuld" befreien sich die Jecken von ihren Sünden, die sie an den Karnevalstagen begangen haben. Alle weiteren Infos zur Zugstrecke oder genauen Uhrzeiten könnt ihr hier finden. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, feiert friedlich und Kölle Alav!